Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der holländischen Straße in Kassel ist am Morgen ein 15 Jahre alter Jugendlicher schwer verletzt worden. Er starb kurze Zeit später im Klinikum Kassel. Nach ersten Ermittlungen soll der Jugendliche bei Rot die holländische Straße in Höhe der Haltestelle Hegelsbergstraße überquert haben. Er habe laut Zeugenaussagen Kopfhörer getragen und übersah vermutlich die Straßenbahn. Wie auf den Bildern zu sehen, wurde die Unfallstelle von einem Gutachter untersucht. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Kassel angefordert. Die holländische Straße ist auf dieser Höhe noch bis auf Weiteres gesperrt. Der Verkehr wird über die Bunsenstraße umgeleitet.